Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Tournament mit meinem Amiibo. Der Grund dafür ist heute, Stagewahl. Ich will nur eine bestimmte Stage, deswegen... Heute machen wir da mal ein bisschen Themenbereich, sage ich mal. Der Grund ist, 5 meiner 7 Amiibo haben eine neue Trainingseinheit erhalten. 2 von ihnen haben selbst Namen und Aussehen geändert und sind somit zu komplett neuen Amiibo geworden. Zudem ist es Zeit, meinen K-Rule weiter zu trainieren, auch wenn ich weiß, dass es dafür bessere Möglichkeiten gibt als das hier. Aber zum ersten Mal in meinem Leben stehe ich tatsächlich kurz vor dem Elite-Smash mit einem Charakter. Mein Carol ist auf rund 6,15 Millionen GSP. Und ich weiß, das Training war vielleicht teilweise schlecht gebalanced, nenne ich es mal. Weil wir kommen zum ersten der beiden, die kein Training erhalten haben. Der es wahrscheinlich am nötigsten hätte. Genocide, aber ich habe trainiert, wen ich trainieren wollte, auch wen ich Bock hatte. Bei Genocide ist halt auch der Punkt, es ist nicht sein Playstyle, es ist seine Werte, die ihn nicht so gut machen. Der andere, den ich nicht trainiert habe, hatte es ehrlich nicht nötig, trainiert zu werden. Latias. Jeder andere Amiibo hat noch eine Trainingseinheit erhalten. Ja, tatsächlich auch die dunkle Macht. Manche der Amiibo haben auch ihre Werte verändert, falls ich das vergessen habe zu sagen. Ich habe manche Geister umgeändert. Unter anderem, soweit ich weiß, bei meinem Kirby und bei meinem K-Rule Amiibo. Bei Bowser habe ich, glaube ich, die Secondary Spirits verändert. Und Lord Ecke habe ich nur noch mal trainiert. Falsch, das da wollte ich. Lord Ecke ist auch der Nächste. Der macht jetzt hoffentlich wieder was anderes als nur Down Air. Dann, der gute alte PMD Günther, den könnte ich doch nie. Das passiert irgendwie bei Günther am häufigsten von allen Amiibo. Das könnte jetzt eine Weile dauern, das habe ich manchmal. Leute, falls ihr es nicht wusstet, das hier, das ist kein Amiibo. Sagt zumindest das Spiel. Das wird jetzt erstmal einen Moment dauern. Das kenne ich. 2,5 Jahre später. Zumindest variiert's mit den Fehlermeldungen, damit es nicht so langweilig wird. Danke! Ich weiß nicht, warum das passiert. Vielleicht funktioniert es über den Pro-Controller besser. Ja, glaube ich kaum. Naja. Und dann die zwei Amiibo, die sich auch im Aussehen und im Namen geändert haben. Und ihr merkt schon, es sind vielleicht zwei. Okay, bei dem, der vorher Dialga war, kann man sich denken, weil Dialga eh nur übergangsmäßig war. Aber tatsächlich gibt es jetzt auch kein PMD Seemobs Amiibo mehr. Stattdessen haben wir nun den grünen Kirby PMD Bulbi. Die Secondary-Effekte sind, glaube ich, gleich geblieben. Nochmal ein fettes Training bekommen, damit er sich nicht so oft selber umbringt. Ich habe gerade eben einen Brief von Seemobs erhalten. Ja, da würde ich gerne nach dem Video sprechen. Digga! Jetzt überleg mal, hier sind so lauter wichtige Charaktere für die Story und Seemobs ist nicht unbedingt so wichtig wie zum Beispiel. Ich kann auch überhalten, da möchte ich ganz direkt nach dem Video sprechen. Ja, schön. Und jetzt sagst du mir, wie der Typ schreiben kann ohne Hände. Der letzte Amiibo. Bowser hat jetzt auch endlich seine Rolle zugewiesen bekommen. Ich habe das Gefühl, dass er tatsächlich gegen die anderen neu trainierten Amiibo, zum Beispiel Bulbi, Günther und Lord Ecke, hat er jetzt weniger Chancen als vorher. Aber gegen die dunkle Macht vermutlich mehr.
Mein Bowser-Amiibo ist jetzt Nick Schrosma, auch wenn kein PMD mehr davor gepasst hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich ihn nennen soll. Ich hatte eigentlich vorhin irgendwie Determination zu nennen, auch mit dem Hintergedanken, er ist so der Einzige, der die dunkle Macht besiegen kann. Und damit müsste er eine höhere Macht in-game sein. Oder in der Story. Also ihr wisst, was ich meine. Wir machen wieder random. Ich hoffe, dass ich einfach nicht direkt gegen die dunkle Macht, die jetzt noch krasser ist, kämpfen muss. Ich glaube, habe ich richtig gesehen, dass ich... Ja, gegen Nick Schrosma. Oh, Günther, du Armer! Okay. Latias gegen Genocide hatten wir schon ein paar Mal, ging immer gleich aus. Und das sind die beiden, die nicht neu trainiert wurden. Daher wird das vermutlich der am wenigsten spannende Kampf. Bulbi gegen Lord Ecke. Beide haben mit dem Training zumindest gegen mich gut Fortschritte gemacht. Stimmt, ich habe ja auf Auswahl. Und zwar kämpfen wir auf der Omega-Version vom Kloster, wie auch immer man das ausspricht. Ich würde eh jeden triggern, wenn ich es versuche. Was großteils an der Musik liegt, diese Auswahl. Falls ich es nicht gesagt habe. Lord Ecke ist jetzt ein bisschen mehr so auf Up-Air und Up-Smash fokussiert als vor. Bulbi, wenn du das gewinnen willst, muss da noch was anderes kommen. Ich glaube, Lord Ecke hat nämlich keinen Bock. Natürlich noch ein paar Forward-Airs mehr geballert im Training, damit er es auch immer schön weitermacht. Bulbi macht auch ein bisschen mehr Up-Smashes, aber auch sowas. Hier, Mario macht jetzt halt die Mario-Kombos. Man merkt auch irgendwie, Bulbi hat nicht so die Chance im Moment. Neutral Air benutzt er jetzt auch. Digga, der hat gar keinen Bock. Der erste Kampf wird hier gar keine Frage. Fliegengewicht ist übrigens bei Bulbi natürlich noch drauf. Ich habe den allgemeinen Verteidigungswert, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, runtergeschraubt. Weil der Amiibo ist nicht für Verteidigung da. Ich habe den Angriff erhöht. Aber dann muss er den Angriff auch nutzen, denn wie dieser Kampf läuft, bringt dieser Angriffsboost nicht so viel. Ein Stock geht raus. Super. Jetzt nur noch zwei holen und gerade mal auf 90%. Also ich sag so, ich sehe bei PMD Bulbi schon Comeback-Potenzial, aber auch nachdem, wie der Kampf bisher lief, natürlich die Up-Tilts. Nur diese Up-Bees konnte ich ja leider nicht abgewöhnen. Aber Air-Dodgers sieht man jetzt auch ziemlich häufig. Aber diesen Amiibo sieht man in diesem Turnier nicht mehr so häufig. Das war kein spannender Kampf, ehrlich gesagt. Da hatte Lord Ecke gar keinen Bock. Nachdem er in letzter Zeit wirklich nicht gut performt hat, hat der, glaube ich, jetzt Bock auf ein bisschen Zerstörung. Und wo wir schon beim Stichpunkt Zerstörung sind, bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns. Die dunkle Macht gegen Günther. Günther habe ich ihm noch die Projektile ein bisschen näher gelegt, aber er scheint sie irgendwie nicht nutzen zu wollen. Also Günther habe ich am meisten weiter trainiert. Und der hat eigentlich auch ziemlich seinen Playstyle verändert, hatte ich das Gefühl. Forward Air ballert er viel raus. Also jetzt mal im Ernst, ich habe ihn so trainiert, dass er in der Situation gerade eigentlich auf jeden Fall die Krone benutzt hätte. In so einer. Und nicht hinrennen und ab Air. Der kämpft nicht so, wie er soll. Oh! Der dunklen Macht habe ich ein paar fette Kombos selber gedrückt. Vielleicht hat sie sich davon was mitgenommen, die habe ich aber nicht so viel trainiert. Aber man sieht's. Das heißt nicht, dass sie hier irgendwie Gnade hat. Die macht wieder die dunkle Wow, er wirft mal seine Krone. Was mich... Ey, jetzt mal mehr ans Günther ist gerade ein bisschen... Moment. Die dunkle Macht hat die Krone aufgehoben. Aber halt nicht behalten.
Was mich echt ein bisschen täuscht, ist gerade Günther. Der hat komplett anders und deutlich besser gespielt, als ich ihn trainiert habe. Und ich habe ihn sogar mit Donkey Kong einen Großteil trainiert. Er hat die Kanone benutzt. Yay. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass die dunkle Macht jetzt wirklich absolut gar keine Gnade mehr hat und von niemandem mehr besiegt. Ja, sowas hat er immer gerne gemacht. Sowas. Sowas will ich auch sehen. Ein Glück hat Günther die K-Rool Recovery. Jetzt gerade sieht man zumindest ein bisschen besser, was sich verändert hat an Günther, aber eine Chance hatte er trotzdem nicht. Aber sowas wie diese, weiß gar nicht mehr, was das war, into Up-Throw, into Up-Air-Kombo. Ja, aber knapp war es wie gesagt nicht. Vielleicht trainieren wir Günther noch mal ein bisschen mehr gleich. Ja, nächster Kampf, bei dem ich jetzt keine so große Spannung erwarte. Wobei man sagen muss, der letzte Kampf zwischen den beiden war nicht so eindeutig, wie man vielleicht erwartet hätte. Ich mach mal Tonlaute. Was halt auch an diesem Damage-Output von Genos halt liegt. Und an seinem vorteiligen Geisttypen. Aber der Damage-Output ist auch nicht ohne, ne, Genos halt? Ich bleib dabei. Latias hatte kein Training nötig. Nein, definitiv nicht. Dieser Amiibo ist immer noch unter meinen Amiibo absolut Top-Tier. Oh, das war schöne... Oh mein Gott, der Parry. Ohne den wäre Latias tot. Und hat sie gerade ein Ei offensiv benutzt? Das ist so eine Sache, die ich als Yoshi nie mache. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich ziemlich gut ist. Vor allem, weil ich im Moment eben wieder online sehr oft spiele. Und Alter, es ist so nervig, gegen so einen Yoshi zu spielen, der das die ganze Zeit macht. Ehrlich gesagt ist online eh im Moment so Glückssache. Die meisten Kämpfe, die nicht gegen Bylef sind, verliere ich. Und gegen Bylef gewinne ich. Heißt aber nicht, dass ich jeden Kampf, der nicht gegen Bylef ist, verliere. Zum Beispiel hat mir ein Link gestern ein bisschen gegönnt und mir 3 Siege reingeschenkt, sag ich mal, weil gut war der nicht, ehrlich gesagt. Oder ich habe mich beschwert, dass ich nie Heavies bekämpfe. Auf YouTube gucke ich viel Smash aktiv. Vor allem so Amerika und USA sind... Amerika, Australien. Australien und Amerika sind die, die ich da gucke. Ist dann halt die Sache, mich regt das immer auf. Ich kämpfe nur gegen so richtige ekelhafte Charaktere online. Oh, online. Und die kriegen die ganze Zeit so coole Heavy-Dittos oder sowas. Sowas, was ich auch will. Irgendwie im 30. Kampf habe ich dann meinen ersten Heavy-Gegner bekommen. Ein DDD, der komplett laggy war, wodurch irgendwie keins meiner... Oh, schön. Keins meiner Schilde rausgekommen ist und ich keine Chance hatte. Und direkt im Kampf danach nächster Heavy K-Rool Ditto. Und die Sache war die, der Typ hat mich komplett zerstört. Dann aber im zweiten Stock, natürlich auf Free Stock, im zweiten Stock ein Shieldbreak auf 30 gekriegt. Der F-Smash hat nicht gereicht, aber ich bin noch offstage gegangen und er war anscheinend in so einer Paniksituation, dass er geairdodged hat. Buffert airdodge, war er tot. Ich bin aber auch direkt danach gestorben. 1:1 Stocks, sehr spannende Situation. Und dann gebe ich ihm die Zero-to-Death-Kombo. Ich glaube ehrlich, das war meine erste Online-Zero-to-Death. Das war irgendwie die Krone in die Kanonenkugel, ins Einsaugen, Offstage, Back-Air, tot. So, und jetzt gegen den neuen Nick Schrosma. Der ist sehr Neutral-Air fokussiert. Und ein bisschen weniger Down Air. Das war das Wichtigste, wegen dem ich ihn trainiert habe. Ah ja, und Forward Air ist er fokussiert. Falls man das hier nicht sieht. Und er grabbt öfter. Jedenfalls in der Theorie. Ja.
da hat er die Theorie auch gleich in die Praxis umgesetzt. Ja, er versucht nur noch Forward Air Strings. Oh Gott. Nope. Da war eine Neutral Air. So, 1v1. Ein Stock gegen ein Stock. Und ich denke nicht dran, dir hier einen Win zu schenken. Und zwar überhaupt nicht. Zero to death. Man sieht, Nick Schossmer hat seinen Playstyle wirklich sehr verändert. Das ist halt die Sache. Er funktioniert nicht mehr so gut, der Playstyle. Er gewinnt weniger. Aber er ist viel, ich finde ihn trotzdem so viel besser, weil er einfach nicht mehr nur die ganze Zeit denselben Scheiß macht. Apropos denselben Scheiß. Wir sehen jetzt denselben Scheiß wie immer. Dunkler Macht Gameplay. Die macht uns doch eh alle fertig. Die Frage ist, ob ich es schaffen kann, Latias im Viertelfinale zu besiegen, wo ich auch noch einen Typennachteil habe. Apropos, Typennachteil kickt hier gerade auch ziemlich. Ich glaube, jetzt, wo er auch noch die Neutral Air benutzt, der DK, da können wir es eigentlich knicken, den besiegen zu wollen. Da kommen dann so schöne Strings von Mario, aber die Sache ist die, trotzdem ist die dunkle Macht noch nicht an. Alter, das ist gerade richtig nice von ihm. Mich wundert es, dass er nicht auf Forward Air gegangen ist. Hätte ich irgendwie erwartet. Oh, was ich da war mir sicher, dass der tot ist, ehrlich gesagt. Erster Stock ist weg. Und das ist halt die Situation, in die man... Oh! Even. In die man eigentlich nicht gegen die dunkle... Die dunkle Situation. In so einer Situation will man nicht gegen die dunkle Macht kommen. Ich habe das Gefühl, auf 0%. Wenn man selber wenig Prozent hat, macht die noch krassere Kombos. Die lässt einem gar keine Chance, aber irgendwie nach gar keiner Chance sieht das hier gerade tatsächlich nicht aus. Mich wundert es nur, dass er nie eine Up-B hinter seine Up-Air setzt. Habe ich in meinen. Hat er auch gegen mich öfters gemacht. Oh, so solltest du dich aber nicht. Oh, ich habe kurz gedacht, Lord Ecke hittet den Spike. Aber nein, die dunkle Macht hat ihn gehittet. Aber auch wenn der Kampf gut für die dunkle Macht aussieht und vermutlich auch ein Sieg für sie wird, man kann nicht behaupten, dass Lord Ecke hier nicht gut performt. Schön, der Throw. Oh, das will einem halt nicht passieren gegen diesen Gegner. 94% trennen die beiden. Ein guter Hit ist das. Oh, und da wäre er fast gekommen. Was? Die dunkle Macht hat gehittet? Das war ein sehr schöner Kombo-Versuch von Lord Ecke. Prozent letzter Stock der dunklen Macht, trotz Typennachteil. Lord Ecke hat so gut performt. Alter, der hätte das fast gewonnen. Also erwartet habe ich das echt nicht. Anscheinend ist Lord Ecke wirklich wieder. Er war ja mal irgendwie für eine kurze Zeit mein stärkster Amiibo. Anscheinend hat er schon geplant, wieder darauf zurückzukehren. Apropos zurückkehren, das Match hatten wir auch schon mal. Und Latias hat auch keine gute Erfahrung mit K-Rule. Denn immerhin
ist Günther neben der dunklen Macht. Also PMD Günther. Der einzige neben der dunklen Macht, den sie noch nie besiegen konnte. Und ich werde dafür sorgen, dass die K-Rule-Ehre verteidigt bleibt. Die K-Rule-Ehre! Kacke. Das ist nicht gut für die K-Rule-Ehre. Das ist nicht gut für die K-Rule-Ehre. Ah, ganz knapp, obwohl hat er eh super Armor während dem Jump. Die K-Rule-Ehre! Jo, diese Kombos immer! Nein, das war so schlecht von mir! Oh Gott! Pernde Latias besiegt! Uff. Das war ein bisschen riskant am Ende so oft offstage zu gehen gegen einen Amiibo, der sehr gerne seine Forward Air benutzt und ein Yoshi ist. Und jetzt kommt wieder dieser Kampf. Wir hatten das Match schon einmal. Da hatte ich vorher Tiger, meinen Nemesis, besiegt. Und Lord Ecke. Und jetzt bin ich wieder hier und muss wieder alle verteidigen, die es nicht geschafft haben. Auf der Seite der dunklen Macht waren nur Protagonisten, Bulbi, Lord Ecke und Günther. Alle haben es nicht geschafft. Auf meiner Seite konnte ich Nick Schrossmar besiegen. Latias und Genocide kann man nicht festlegen, der kommt nicht in meiner scheiß Geschichte vor. Der ist neutral. Aber jetzt geht's gegen die dunkle Macht. Und seit dem letzten Kampf gegen sie hat sie trainiert. Aber ich habe den Typenvorteil. Und mein K-Rule ist auch hochgelevelt seitdem. Mein K-Rule ist hochgelevelt. Ich werde diesen Kampf nicht so leicht machen. Die dunkle Macht aber auch nicht. Ich muss Neutral ehren. Nein! Ich wollte absmashen. Oh Gott.
keine Situation, in der man unbedingt sein will. So, Lied. Alle feuern mich an. Oh mein Gott, was? Das hat mich offstage gehitzt. Aber ich konnte eine schöne kleine Combo vorher starten. War's das? Das war's! DK Rule Ehre! Was willst du tun? Mein K Rule hat hochgelevelt und jetzt wird mich keiner meiner Amiibo mehr besiegen können. Wir machen jetzt noch ein Turnier. Wenn Günther wieder nicht gut abschneidet, dann trainieren. Okay, aber vielleicht in einem anderen Video. Auf jeden Fall noch ein Turnier. Und mal gucken, ob es wieder genauso läuft. Wird die dunkle Macht wieder weit kommen? Okay, ich habe die Matches nicht gesehen. Oh, gegen Latias muss sie zuerst. Günther gegen Lord Ecke, so ein richtig cooler Kampf der Giganten. Die dunkle Macht gegen Latias, gegen sie noch nie gewonnen hat. Also Latias noch nie gegen die dunkle Macht. Bulbi und Nick Crossman, sehr interessanter Kampf der zwei komplett neuen. Ja, und dann gibt's da unten noch Genocide. Mö. Ja, beginnen wir mit dem ersten Kampf der Giganten. Auch wenn hier Günther und Lord Ecke kämpfen eigentlich sehr wahrscheinlich darum, wer die dunkle Macht herausfordern darf. Oh, ich wollte eigentlich die Regeln ändern. Dann mache ich jetzt abwechselnd Random Omega und Random Battlefield. Lord Ecke hat gerade schon eine super Performance gezeigt. Auch eine bessere gegen die dunkle Macht als Günther sie hatte. Deswegen kann man natürlich jetzt meinen, es wäre sinnvoller, wenn Lord Ecke sich hier nochmal annimmt. Aber Günther sieht das auf jeden Fall nicht so. Beide werden hier den Sieg holen wollen. Und das sieht man ihnen an. Die meiste Zeit hat Günther gegen Lord Ecke gewonnen. Aber Lord Ecke hat wirklich aufgelevelt. Bei Günther er auch, aber man merkt es gerade nicht so gut. Also als ich nach dem Trainieren alle gegeneinander abkämpfen lassen, hat Günther jeden der wirklich neu trainierten auf jeden Fall. Die dunkle Macht nicht. Da müsst ihr nicht direkt denken. Die dunkle Macht habe ich nicht mal mit kämpfen lassen. Aber alle anderen neu trainierten konnte Günther im ersten Kampf niederstrecken. Oh, und hätte er jetzt die Backair gelesen, wie er es ja so gerne macht. Das ist eine richtig schöne Kombo von Lord Ecke. Und das auch, hier. Lord Eckes Combo-Gameplay hat einfach aufgelevelt. Und schon ist der Kampf wieder even. Ich habe das Gefühl, Lord Ecke ist ein Comeback-Monster geworden. 2-1 für Günther. 136%, ein guter Hit und das war's. Kein Damage geht mehr raus. So aber. Da geht Damage raus. Diese Kombos. Hier sieht man schon eher, was ich meinte mit Günther. Das Training hat sich gelohnt. Hier sieht man, dass Günther stärker geworden ist in diesem Kampf. Anders als gerade gegen die dunkle Macht. Aber er ist halt nicht der Einzige, von dem man das behaupten kann. Lord Ecke ist auf jeden Fall auf Kill-Prozenten. Günther gewinnt den Kampf. Absolut episches Match. Geil. Super Kampf, gefällt mir. 2 Minuten. Der Damage-Output war fast identisch. Günther hat so geile gekombot. Hier, deswegen, das ist der Günther, den ich trainiert habe. Apropos trainiert, gegen die dunkle Macht hilft auch kein Training, außer man ist ich. Ich tue der armen Latias das noch an und gehe auf Battlefield, wo die dunkle Macht wahrscheinlich, jedenfalls hatte ich einmal das Gefühl, noch stärker ist.
Der Fakt bleibt, wir sehen hier super Gameplay, aber die dunkle Macht kann halt mit wenigen Hits. Junge Latias! Ich glaub, die hat nix gegen die Battlefield Stage! Die hat da gar nix gegen! Es kann auch sein, dass inzwischen die dunkle Macht durch vieles Kämpfe auf Omega mehr an Omega gewöhnt ist. Aber hier sieht man's, 2 Hits und Latias ist auf Kill-Prozent. Das ist halt wirklich die Sache. Alle anderen müssen viel mehr arbeiten. Alle anderen Amiibo müssen viel mehr arbeiten, um einen Kampf zu gewinnen, als die dunkle Macht. Dunkle Macht, ich kann nicht mal reden. Und da geht der erste Stock trotz einem absolut kranken Start von Latias in Führung. Das ist eben genau das, was ich meinte. Da muss auch nicht unbedingt die Performance der dunklen Macht übertrieben sein. Und da geht auch mal der erste Stock raus. 30% unterscheiden die beiden, aber 2 Hits und schon sind es 80. 100. 130. Das ist einfach der dunkle Machteffekt. Man darf sich nicht treffen lassen gegen diesen Amiibo. Man sieht es. Jeder Treffer ist gefühlt. Jetzt mal ernst, gefühlt muss man gegen diesen Amiibo No-Hit kämpfen, wenn man gewinnen will. Trotz einem absolut krassen Start von Latias sieht man schon, in welche Richtung sich dieser Kampf hier gedreht hat. Denn nur noch 1 Hit und er ist zu Ende. Kann Latias vielleicht noch 1 Stock ziehen? Nein. Nein, da geht gar nichts. Gegen die dunkle Macht geht gar nichts. Das heißt, Günther wird gegen die dunkle Macht antreten müssen. Wieder. Beim ersten Mal hat es nicht gut geendet für ihn. Lord Ecke war besser dabei, aber... So, die beiden komplett neuen. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es läuft. Oh Gott, ich muss dann auf Battlefield kämpfen. Ich mag Battlefield nicht. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch nicht so gut für Genocide ist. Ja, Nick Crossmer beginnt mit einer sehr aggressiven Performance und macht den ersten Damage. Bull, die schöne kleine Combo, auch mit dem Up-Throw. Allgemein, Throws habe ich eigentlich bei jedem Versuch mehr zu machen, nur diese Up-B nicht. So, even. Das Match ist even. Die Up-Air sieht man auch. Hin und wieder kommt auch noch eine Down-Air raus bei Nick Schossmann, aber das ist ja kein... Oh mein Gott, der Kill! Auf so niedrigen Prozenten, gar nicht das, was Bull hier wollen würde. So, Feueratem kopiert. Da muss langsam der Kill kommen, wenn das was werden soll für Bulbi. Aber so kommt der nicht. Jedenfalls nicht für Bulbi. Und zwar gar nicht. Killprozent, beide. Das ist wieder... Uiuiui, Bulbi muss sich wohl erst wieder einspielen nach dem neuen Training. Aber das, was hier passiert, sie hat keine Chance gegen irgendjemanden. Absolute Zerstörung. Aber man sieht jetzt auch, dieser Bowser, der hat gar keinen Bock mehr auf gar nichts. Respekt braucht's nicht. Der geht 8 Kilometer offstage. Und haut dir in der obersten rechten Ecke des Screens die Forward Air ins Gesicht. Ja, Genocide, moin. Ich glaube, ich sollte mal in die zweite Runde gegen Nick Crossmer einziehen.
Achtung, gleich kommt das Karma für mein Trash-Talking. Unnötig? Nötig. Die Sache ist die, ich gewinne gegen Genocide sogar ohne Spirits in der Regel. Und hier in dem Turnier habe ich ja selber auch noch welche drin. Das überlebt er nicht. Oh. Ich glaube, es ist für dich gar nicht so die beste Option, die ganze Zeit über mir zu fliegen. Schade, kein Disrespect. Aber ja, eigentlich relativ wie zu erwarten, Freestock für mich. Genocide, ja. Reden wir jetzt mal nicht über den Kampf. Jetzt kommt hier gleich mal das Rematch. Gerade eben hat die dunkle Macht das sehr einfach für sich entschieden. Wir sind auf Omega, erneut wie in der ersten Runde. Günther startet mit schönem Damage, mit schönen kleinen Kombos. Da kommen dann halt zwei Hits von der dunklen Macht und zack, Führung. Sehr schöne Grab-Kombo. Da hätte ich jetzt aber die Dash-Attack erwartet, Günther. Oh mein Gott, als ob das hittet! Jo, das war schön, Günther! Der stellt sich auf jeden Fall besser an als im letzten Kampf gegen die dunkle Macht. Das Problem ist, das sieht man auch, wenn sie niedrige Prozent hat. Sie bekommt zu wenig Knockback, damit man sie unbestraft hitten kann. Moment. Eine Sekunde! Okay, komplett even. Jetzt nicht mehr ganz. Das war ganz mies für Günther. Hätte er den gehittet. Jo, das war so sick. Oh mein Gott. Das war... Aua. Das war die Führung für Günther, aber die dunkle Macht gar keinen Bock gehabt. Und den Kampf noch gedreht. Schade, das war eine sehr starke Performance. Aber letztendlich reicht's halt nicht. Na dann sehe ich's mal hier als meinen Job an, wieder ins Finale einzuziehen und sie zu besiegen. Nick Crossmer, geh mal aus dem Weg. Es wird wieder Zeit für die K-Rule-Ehre. Not so easy. Tja, wenn da auf einmal Plattformen sind, funktioniert deine Down-Air nicht mehr, ne? Blöd, ne? Das war nicht das, was ich wollte. Das da hingegen schon, als ob das verfehlt. Der hat keinen Bock. Als ob er lebt. Guck mal, Super Armor. Es geht hier um die K-Rule-Ehre. Und deswegen schenke ich dir nichts.
Und zwar gar nichts. Erster Stock von mir ist weg, aber er hat schon zwei verloren. Das sieht sehr nach der Kale-Rule-Ära aus. Nope. Du stirbst jetzt. Wenn ich dir sage, dass du stirbst, dann tust du das auch und gibst mir keine Forward Air Strings. Verstanden, ne? Die K-Rule-Ehre. Finale. Rematch. Sodom und Klamacht. Wir hatten das Ganze ja schon ein paar Mal. Hast du dieses Mal geplant zu gewinnen? Hast du geplant zu gewinnen? Wenn ja, streng dich mal an. Ich mach's dir nämlich garantiert nicht leicht und wir sind wieder auf Omega. Gerudo Valley passt perfekt zum Matchup. Der große Vorteil für die dunkle Macht ist halt, sie hat immer 2K-Rules auf... Was? Mein Jump war weg. Ja, genau, Alter. Sie hat immer 2K-Rules auf ihrem Weg heute. Dadurch hat sie dann halt schon, wenn sie gegen mich kämpft, das Training gegen Günther gehabt. Das sieht aber gerade nicht gut aus. Auch weil mir der erste Stock wirklich raus verarscht wurde. Ich brauche ein fettes Comeback. Mann, der Stock lief bis gerade so gut und auf einmal kriege ich alles rein. Flieg. Alter, ich verliere das. Hundertzehn%. Jawohl! So geht das nämlich, Leute. Was für ich verliere. Das Turnier geht an mich. Ganz, ganz knappe Kiste. Der erste Stock wurde mir raus verarscht, aber ich hab's noch geholt. Oh Gott, war das knapp. Der Puls 738. So. Und jetzt, wie angekündigt, auch wenn Günther dieses Turnier eine deutlich bessere Performance hatte, kriegt er jetzt noch eine kleine Extra-Trainingseinheit. Das Ziel bleibt natürlich dasselbe, das ist ja klar. Das soll mein stärkster Amiibo werden. Vorher muss ich aber natürlich hier einscannen, das wird gleich wieder lustig, wenn ich Günther einscannen will. Ich setze mich am besten mal hin. Der Pop-Off mit den Worten, das ist ein Amiibo, Leute. Sowas gibt's nur bei mir. Nick Schossmer, auch gut performt, aber jedes Turnier an mir gescheitert. Genau wie die dunkle Macht. Okay, das ist bei zwei Turnieren auch wieder so eine Aussage, ne?
Günther, wir machen jetzt hier mal ein paar schöne K-Rule-Diddos. Jetzt mal ganz, die Musik finde ich saugut. Ich bin kein Fire Emblem-Fan, das wisst ihr alle. Auch wenn ich es noch nie gespielt habe, Leute. Wow, es ist immer noch ein Amiibo. Und wenn ich K-Rule hier trainiere, dann gibt es auch keine Gnade. Dann gibt es mein Raining Ghost Set, wo ich wirklich stark bin. Digga, da hatte ich schon Interaktion. Wenn ich seine Kanonenkugel richtig konter, kann ich ihn damit von 0 auf 100% bringen und töten. Ich glaube, da habe ich noch eine Wiederholung. Oh mein Gott, Günther! Warum drehe ich mich dabei heute so oft? Backthrow? So hoch darfst du nicht fliegen. Digga, der hat keinen Bock. Das war nicht, was ich wollte. Das auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Not. Ja. Guckt euch das an, der spielt gerade ganz anders. Ich wechsle gleich noch meinen Charakter. Hier gegen den K-Rule kämpft der nämlich. Als wenn das killt. Was willst du? Ah, da war gerade wieder der Cut, der sich auf den Mann setzt. Tschüss! Da kann ich mashen, wie ich will. Ich versuche ihn halt auch wirklich dazu zu bringen, viel zu grabben. Das ist schön. Ah, er macht sogar den Up-Tilt auf niedrigen Prozenten. Jo, Günther. Aber so darfst du nicht landen. Oh Gott, war das bad, oder? Nein, ich lebe. Komm, das macht so einen Bock einfach. Ich bleib bei K-Rule jetzt für ein, zwei Matches. Es macht einfach zu viel Bock hier, das K-Rule Ditto. Ist vielleicht mein Lieblingsmatchup im ganzen Game. Ich könnte jetzt sagen, mit Ausnahmen seit Fragezeichen man K-Rule spielt. Lol. Oh fuck, falscher Skin. Ich muss mir endlich merken, an welcher Stelle der ist. Ich wechsle im Moment auch so ein bisschen meinen Main-Skin vom stinknormalen Grünen zum Black-Skin. Schade, ich hab gehofft, er wird in die andere Richtung genommen. So geht das! Noch ein bisschen mehr Fast-Falling wäre schön. Das wollte ich nicht. So bin ich kein gutes Vorbild. Oh, schöne kleine Kombo von ihm. Auch wichtig, immer die Air Dodges lesen. Nein, er hat die Kombo gemacht, die ich wollte. Nope. Mmh.
Digga, willst du mich verarschen, wieder das reversed? Wie ich das reversed? So, tschüss. Auf 0%, das riecht doch nach. So. Hey, ich wollte Graham, okay, tschüss. Der ist inzwischen halt, was das angeht, richtig schlau. Wenn der Gegner auf Prozent ist, wo er da rausmashen kann, macht er einen Up-Tilt nach dem Down-Throw. Wenn nicht, macht er einen Forward-Smash. Okay, das war zu deep. Da kann ich mich nicht mehr retten. Ich glaube, ich benutze ehrlich gesagt zu viel Down-Air. Hier, mit der Back-Air ist doch ein guter Punish. Wobei ich sagen muss, der benutzt die nicht zu oft. Was mich ehrlich gesagt überrascht. Er hat gesagt, im Gegenteil, der kämpft so gut. Gebt euch das! Digga, gebt euch das, das ist so nice. Ich feiere diesen K-Rule. Okay, da bin ich ein bisschen zu offensiv gewesen. Sowas ist auch immer gut, wenn er das machen würde. Komm, wir trainieren nur noch mit K-Rule. Lang machen wir eh nicht. 10 Minuten vielleicht. Muss ich halt wieder zusammenschneiden. Nervt ein bisschen, aber... Ich sollte vielleicht auch mal auf Battlefield gehen. Da ist Günther, glaube ich, nicht ganz so gut. Online habe ich meinen Ruleset ja auch auf. Das müsste jetzt der schwarze Skin sein, oder? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich mich da letztes Mal vertippt habe. Ich dachte, ich hätte aus Versehen 4-mal nach links und dann wieder einmal nach rechts, sodass man auf eine Bilanz von 3-mal nach links kommt. Genau das, was ich gerade gemacht habe. Kacke. Ich drehe mich dabei immer um, ohne dass ich es will. Das Ziel ist, dass dieser Amiibo hier keine Gnade mehr hat, keine Rücksicht nimmt auf niemanden. Auch nicht auf mich. Hallo? Oh, habt ihr gesehen? Er hat versucht, den zu machen. Down Smash ist eine der Attacken, die ich online am häufigsten nutze. Die ist einfach sackgut. Muss ich ihm vielleicht auch mal mehr beibringen. Ich gehe zu offensiv mit sowas. So, das überlebst du nicht. Boah, das war... Ey, ehrlich gesagt, das war so... ich weiß gar nicht, wie ich mich so gedreht habe. Ich weiß, dass K-Rool das kann. Und dass ich das nicht weiß, ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich online immer noch nicht... Oh, ich hab ihn gebrayt! Mann, ich wollte den stylischen Punish. Aber so kriege ich auch was Gutes raus. Nein, das ist mein Grab. Die Air-Dodges von ihm sind auch schön. So, wieder den da machen. Okay, meine Abi ist nicht mehr rausgekommen, aber ich habe einen Kill bekommen. Gefastfallt, sehr schön. Oh, ich habe getaggt. Das kann ich inzwischen viel besser. Das hilft mir online so viel. Und tschüss. Oh, nicht nach unten, schade. Vielleicht merkt man das, wenn man das hier anguckt, auch, dass das schon irgendwie... Es fühlt sich zumindest voll anders an. K-Rool fühlt sich nochmal wie ein anderer Charakter an. Das war vorher schon mein Lieblingscharakter.
Aber ich hatte auch, hat man vielleicht gemerkt, ich habe sehr oft andere gespielt, weil ich irgendwie öfters mal nicht so Bock auf den hatte. Aber inzwischen, jetzt gerade mit so einem Playstyle, Alter, ich krieg nicht genug von Calvul, merkt man vielleicht. Deswegen benutze ich auch keinen anderen. So, Achtung, er wird springen. Oh, ey, er macht die Down Air. Ich hab gehofft, er macht mal die Forward Air. Da merkt man eigentlich, dass ich dem keine Chance mehr lassen will. Ich hoffe es. Oh Gott. Oh, das wäre richtig schön gewesen, wenn ich nicht hier Super Amort hätte. Nein, nicht so viel Down Air. OM. Wir wollten beide grabben. Ja, der Jab auch immer gut. Sehr schön. Ich bin sehr zufrieden. Vielleicht noch ein bisschen mehr kontern. Einfach so die Gesamtbalance verbessern. Das sollte eine Up-B werden und keine Side-B. So, der Up-Tilt. Kanonenkugel trifft. Oh, schöner. Er downsmasht. Okay, mein Fastfall war nicht zu viel. Als wenn er mich dafür punisht. Nein, so kannst du nicht airdodgen. Das ist so eine Sache, das wäre sau cool, wenn er die lernt. Ja, taggen kann er, das weiß ich. Das können Amiibo einfach zu taggen. Als wenn das killt. Auf wie viel Prozent war er vor dem Grab? Maximal 60, oder? Oh, der versucht's. Oh mein Gott! So, Jen. Zack, zack. Oh, er hat mich gehittet. Sehr schön. Nein, ich wollte noch meinen zweiten Jump machen. Die Air Dodges muss man lesen, Leute. Weiter. Einfach weiter. Einfach weiter im Programm. Macht grad so einen Bock. Und Günther performt so schön. Und ich weiß, dass er dadurch nichts über Matchups gegen andere lernt. Nein, die wird nicht immer funken. Ey, ich wollte dich grabben. Das finde ich nicht nett, dass du mich das nicht lässt. Wow, er geht auf die Plays. Wir lesen die Air Dodges, Leute. Das ist halt die Sache, das ist so eine Sache. Super Satz. Das hat der Amiibo ja auch schon häufig genug gemacht. Dass er dann wirklich einfach die Air Dodges der anderen Amiibo gelesen hat. Da hat der Air Dodge Read nicht so gut geklappt. Mann, der Propeller hatte noch einen letzten Hit. Ich wollte auf den Disrespect gehen. Oh mein Gott. Nein, ich war zu langsam. Ich bin nicht gut im Mashen. Thank you.
Da würde ich an deiner Stelle nicht reinrollen. Ja, ich bin auch tot, aber worth it. Vor allem, weil wir wieder einen Air-Dodge gelesen haben. Okay, schön. Oh, er versucht den Down-Smash. Lol, was? Was? Das hat... Oh mein Gott, was? Als ob! Als ob das funktioniert hat so. Das war nicht mal der Plan. Das war nicht mal der Plan und funkt einfach. Noch zwei Matches oder so. Jetzt bin ich gespannt, wie er auf Battlefield agiert. Ich hoffe, genauso gut aggressiv. Und gleich im letzten Kampf machen wir mal mit wem anders. Uff. Einfach uff. Er hat gefastfallt. Sehr schön. Er nutzt die Fastfalls inzwischen. Sehr schön. Nicht ungepunished, Günther. Oh, sehr schön. Da darfst du nicht so air-dodgen. Ah, warum schielde ich überhaupt noch gegen den Amiibo? Oh mein Gott, was ein Hit. Dafür muss man ihn punishen. Oh, sehr schön. Ja. Er geht auf die Backair. Oh, das war richtig tasty. Nein, meine Krone hat nur einmal gehittet. Also die Krone sowieso nur einmal, aber meine Hits, die ich danach machen wollte, auch nicht. Okay, er hat den Air Dodge gemacht. So würde ich mich nicht treffen lassen. Das tut weh, falls du es nicht merkst, Günther. So, letzter Kampf für heute. Wir gehen auf den Donkey Kong. Aber man sieht hier halt wirklich, dass Günther... Alter, der ist einfach so krass, der Junge. Ich feiere den Amiibo. Und er wird auch noch weiter trainieren und noch krasser werden. Und du kommst jetzt her. Nein, die dunkle Macht hätte das getaggt. Das war kein gutes Beispiel. Allgemein, ich weiß, ich kämpfe nicht wirklich wie die dunkle Macht. Aber ich bin zumindest Donkey Kong. Und das war schon ein ziemlicher dunkle Macht-Play. Nein, ich habe gerade gespot-dodged.
ich sag's so, er, oh mein Gott. Sowas darf ihm halt nicht passieren. Er stellt sich gegen mich gut an. Punkt ist aber auch, dass ich halt nicht so viel Damage mache, wie die dunkle Macht. Oder Down Smash. Boah, das ist aber schon... Ihr wisst, von wem die dunkle Macht die Kombos hat. Boah, und so unterschiedlich ist mein Damage-Output ja gar nicht zur dunklen Macht. Sehr schön. Das wird auch die dunkle Macht nicht unpunished lassen. Ich bin dafür, dass wir jetzt zum letzten Stock nochmal richtig rausballern. Ungefähr hier so, so, dann so, dann so, dann so. Ich hatte keinen Jump mehr. Als ob. Er hat gekontert. Wow. Das war auch eine richtige dunkle Macht-Interaktion. Die Forward Air, er killt ohne zu spiken über 8 Kilometer ganze Stage. Und wisst ihr, wir wollen das doch nicht mit dunkle Macht beenden, auch wenn es nicht die echte war. Ein Omega-Match Calrule gegen Calrule gibt es zum Abschluss noch. Und jetzt wirklich. Wir spielen jetzt komplett. Der Hardcore-Modus ist aktiviert. Oh, er hat nicht die Down-Air geschmissen. Das wollte ich nicht. Die Down-B sollte eine Side-B sein. Der Hardcore-Modus scheint ganz gut zu funken. Der Hardcore-Modus scheint ganz gut zu funken. Okay, ich wollte eigentlich eine Down-Air-Into-Up-Air machen, aber... Wow, der Konter! Genau solche Konter hatte ich gegen ihn auch schon. Nein, du wirst jetzt gegrabt. Kriegst den da und tschüss. Ich glaube, das war try-hard genug, oder? Jedenfalls habe ich da gerade keine sonderlich großen Chancen für Günther gesehen. Eine Minute 25 im Five-Stock. Das tut schon weh, ne? Bisschen mehr als 15 Sekunden pro Stock. Das war's dann auch fürs heutige Video. Schaltet wieder ein, wenn wir wieder mehr Melamio machen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.